Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die MX Garant gezogen, wie vielleicht einige auf Twitter mitbekommen haben. Und die habe ich ein bisschen hochgespielt, so dass ich sie kurz vor Dark Matter habe. Und in dem heutigen Video spielen wir halt noch kurz, bis wir sie auf Dark Matter haben. Dann nochmal eine Runde mit Dark Matter, damit ihr seht, wie die aussieht. Und ich habe momentan echt wenig Zeit, weil ich mitten in den Abiturprüfungen stecke und viel am Lernen bin. Deswegen ein Video, was etwas kürzer ist, etwas weniger dauert dann halt zum Schneiden und so weiter und so fort. Aber ich wollte halt jetzt nicht irgendein Video bringen, was dann qualitativ irgendwie schlechter ist. Deswegen halt einfach eins, was wahrscheinlich etwas kürzer sein wird. Und ich habe mir jetzt zwischenzeitlich in einer kurzen Lernpause auch mal Snapchat gemacht. Da heiße ich einfach Horschel, alles klein, H-O-R-S-C-H-L. Da könnt ihr mich gerne mal adden und bei meinem langweiligen Leben zugucken. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr gerne den Like-Button abhauen, machen, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. So, wir sind drin und das sind auch schon die ersten. Oh, die haben mich nicht gesehen. Oh mein Gott, das war ein bisschen stressig. Okay, wartet mal ganz kurz. Und jetzt haben wir den auch schon. Also ihr seht, die Waffe geht schon ab mit Aufsätzen. Ich finde, es gibt aber bessere Single-Shot-Waffen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die manchmal ein bisschen unzuverlässig ist. Die kommt nicht pünktlich nach Hause, die macht die Hausaufgaben nicht, wie das halt für Waffen ist, die einfach unangenehm sind. Okay, also, ja, aber es liegt doch vielleicht auch einfach an meinem Aim, dass ich ein scheiß Arschloch bin. Das kann eigentlich nicht so lange dauern, da haben wir den nächsten. Und ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen sanfter, weil ich so ein sanfter Typ bin. Ein Assist, ja, das macht Spaß. So, den, und ihr kennt ja den Nachteil der Waffe, die lädt nur nach, wenn die leer geschossen ist. Und das ist einfach so ein Riesennachteil, gerade auf Nuketown, weil eigentlich, wenn eigentlich immer ein Gegner da ist. Jetzt weiß ich nicht, warum ich so oft eigentlich gesagt habe, ich bin ein bisschen durch. So, oh Baby. Och, Jesus. Ja, die haben auf jeden Fall einen Hater, den habe ich aber auch. 6 Kills habe ich jetzt. Ach du Scheiße, werde ich hier zerpflückt von allen. Gleich raste ich aus. So, dich habe ich. Oh, ein hübsches Level up. Und haben wir jetzt schon? Ach, wir haben schon. Diamant-Tarnung für Sturmgewehre natürlich. Gold-Tarnung für die MX-Garant. Einen schönen Tod. Die Glückstarnung. Und dann natürlich die Dark-Matter-Tarnung. Und weil ich so wenig wie möglich in dieser Lobby sein will, gehen wir ganz schnell in eine andere mit der Dark-Matter-Tarnung. So sieht jetzt die Gold-Tarnung aus für die MX-Garant. Sieht richtig, richtig stark aus. Ich finde schon fast besser als die Diamant-Tarnung. Die sieht nämlich so aus. Ich weiß nicht, die sieht irgendwie ein bisschen zu weißlich aus. Ich finde die deutlich schöner. Und dann hier natürlich die dunkle Materie. Also das sieht auf jeden Fall verdammt stark aus. Und das nehmen wir jetzt einfach mal, das wählen wir jetzt einfach mal aus und gehen in eine Runde, damit ich euch zeigen kann, wie die im Spiel aussieht. So, wir sind drinne in einer Runde Team Deathmatch auf einer Runde Rise, nicht Rise, weil Fringe, oh, da labert er wieder. So, und jetzt schaut euch mal diese lange Wurst von Waffe an, auf jeden Fall richtig, richtig schön mit der Dark Matter Tarnung. Und wir checken jetzt mal aus, was hier so geht. Die Runde läuft jetzt schon ein paar Sekündchen, aber halt auch noch nicht wirklich lange. Und da haben wir schon den ersten und da sind wir auch schon das erste Mal tot. Woo! Ja, Team Deathmatch war auch einfach eine scheiß Idee, weil manchmal spawnt man da, dann spawnt man da hinten, dann spawnt der Gegner hinter einem, dann spawnt man mal gar nicht, dann spawnt man plötzlich in Call of Duty Ghosts. So, dich, süße Maus, haben wir auf jeden Fall. Dich, süße Maus, haben wir auf jeden Fall nicht. Und ich habe mir hier übrigens mal den Annihilator mitgenommen, den kennt ihr ja. Einfach, weil ich ein versautes Stück bin. Ah! Oh! Baby. Ich muss aufhören, Baby zu sagen. Es gibt keine Gegner mehr. Es gibt so viele Gegner! Oh, derselbe normal. Dann macht's richtig Spaß. Es ist unfassbar. Manchmal poste ich auf Twitter mal so einen Pick. Hier, guck mal, Leute, was ich geschafft habe. Ein 60-4 mit dem Schwert. Und sobald ich dann aufnehme, dann geht er ab, der Dorsch. Dann werde ich nur noch gelaxt, krieg nur noch Granaten in die Fresse. Dann hat da wieder jemand einen Bagger, den er selbst steuert und mich dauertötet. Es ist immer dasselbe, wobei das Spiel verdammt ausgeglichen. Hallo! Ich habe übrigens heute keine Mütze an, wie cool ist das denn? Das ist doch genau das, was ich euch immer gewünscht habe. Baby. Nein! Baby! Den habe ich schwer ermahnt. Dich habe ich auch schwer ermahnt, Fräulein. Oh mein Gott. Ah! Oh! Pistole! Ach du alter Scheißschwede! Ich habe wirklich, und das sage ich nicht oft, lange nicht mehr so schlecht gespielt. So, okay, hau ab mit deiner dummen
Ciao. Yo, das war's auf jeden Fall, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie die MX Garant mit Dark Matter aussieht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also nur das Design. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bis zum nächsten Video.